Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Ja, Leute, jetzt müssen wir erstmal gucken. Mister-Thema, gerade wenn man Solo spielt, sollte man auf jeden Fall eine zweite und dritte Ausrüstung irgendwie liegen haben. Aber da wir da eh in den Dungeon wollen eigentlich, ist es halt auch Banane, sich irgendwie komplett voll zu ballern. Aber wenigstens jetzt einen Bogen, den wir dann zur Not droppen können. Sonst wenigstens ein bisschen wehren können, weil unsere Leiche liegt halt schlecht da jetzt. Direkt am Nest, da wird jetzt Party on sein. Ich hoffe, ich habe es noch zerstört, aber ihr habt auch gesehen, da sind noch Skelette gespawnt. Ja. Alles so semi-geil. Wir hätten hier noch einen Speer. Wir nehmen das Lederzeug mit, das können wir droppen. Haben wir wenigstens ein bisschen was an. Hier haben wir noch den Dreierbogen, haben wir noch ein paar Feuerpfeile, nehme ich mal die Hälfte mit, das sollte dann stacken. Wir haben noch eine Keule, die wir mitnehmen könnten. Und sonst haben wir noch einen Speer. Dann essen wir jetzt noch schnell was. So. Dann geht's auf, wie? Ja, wie gesagt, wenn wir das Eisenschild haben, wird alles einfacher. Weil mit dem Eisenschild hätten wir auf jeden Fall noch ein bisschen blocken können, aber uns hat natürlich auch die Ausdauer wieder das Genick gebrochen. Das ist halt, das kommt im Sumpf halt auch noch erschwerend hinzu. Du bist halt dauernass. Ja. Alter, nerv doch jetzt nicht rum, ey. Mal sehen, noch Schweine, die jetzt auf den Bummel gehen. Na, das kann. Könnte jetzt Tricky Disco werden, meine Fresse. Du kannst halt auch nicht einmal einen Meter gehen, ohne dass dir irgendwas am Arsch hängt hier, Alter. Meine Fresse, ey. Immer dann, wenn du keine Ausdauer hast. Immer. Will ich einfach einsammeln? Ne. Na, siehst du, da wartet er schon. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Ja, das hat schon, das ist schon echt gut durch, oh, gut durchdacht, das Spiel. Man ist halt auch in so einem Biomus und dann in so einem Dungeon, um an Eisen zu kommen und sowas. Das ist schon echt. Ah, da geht schon los, ey. Da geht schon los. Also im Nahkampf kann ich gerade gar nichts machen eigentlich hier mit der Keule und dem Speer können wir direkt wegdroppen, Alter. Das bringt gar nichts. Aber ihr seht, wenn ihr voll auf. Wenn ihr voll aufzieht, eigentlich können wir dann auch warten, bis er verbrennt. Geht das schon mit Pfeil. Mit Feuerpfeil. So. Was ist da Party, Alter? Ich bin alle um meine Leiche rum. Gut, ich weiß nicht, ob das andere Nest für Skelette ist. Ich werde jetzt erstmal versuchen, das andere Nest down zu machen. Ich muss viel höher halten. Geht halt auch noch eine Kiste.
Alter, man muss natürlich treffen, sonst wird's schwierig. Komm, geh kaputt. Alter, dein Ernst? Doch nicht so viel Pfeile mit, Junge. Na, da war auf jeden Fall noch ein Drogi. Okay, der war wichtig. So, das Nest ist auch kaputt, oder? Was das ist, ich hau da nochmal einen Pfeil rein. Ne, das ist noch nicht kaputt. Skelette ist eigentlich nicht das Problem, aber wenn das so da 3, 4, 5.000 sind. Das Drogon-Nest. Ja, nervt doch nicht, Alter. Haben wir, glaube ich, kaputt gekriegt. Ja, frieren, nass, alles, Alter. Würmer im Wasser. Ich muss halt erstmal an meine Leiche kommen, einmal. Ja, nehmen alles, Alter. Ah, da kommen sie schon wieder, ey. Alter, hier lo. Ach, du ahnst es nicht. Alter, wie viele da sind. Das kann jetzt noch Spaß werden, oder? Da sind schon Bogenskelette, Alter. Zum Glück zu doof sind. Sei, das ist komplett abnormal, was das spawnt. Dreierbogen. Ja, wo ist noch normalo? Muss ich droppen. Das Problem ist, dass das Schwert auch schon zur Hälfte durch ist, Alter. Bin noch nicht mal im Dungeon drinne. Dieses scheiß Nest steht da immer noch. Da standen auch noch überall Viecher rum. Ja, das ist Skelettnest. Und ihr habt gesehen, hier waren drei Drogernester. Stellt euch mal vor, das wäre alles gespawnt. Aber immerhin eine Kette, das ist schon mal nice. Oh, Alter, zwei Sterne, Johnny. Halleluja. Der zerlegt uns halt komplett, Leute. Da ist schon wieder so ein fetter Blob am Start. So, ihr seht, wie wenig Damage der nimmt. Anscheinend rafft das nicht, hier hochzugehen. Ausdauer, ey.
Und na klar kommt da jetzt noch einer bei. Und die scheiß fette Blockmasse hier. Ei, ei, ei. Kälte, nass, alles, Alter. Und dann triffst du noch niemals. Naja, so stark. Noch einen sind wir tot, Alter. Vielleicht hilft er uns ein bisschen, dass er den ablenkt. Okay. Komm, gib mir einen Tacken Ausdauer, Alter. Noch ein Schuss. Junge, Junge, Junge. Der macht halt richtig Aua. Richtig, richtig. Weiteren können wir noch nicht wieder zünden. Das droppen wir direkt. Ja, aber anscheinend scheint es ja so zu sein, dass in der Nacht stärkere Gegner spawnen, denke ich. Ich weiß es nicht. Ist jetzt so eine Vermutung von mir. Oh, ich hab Kribbeln in der Nase. Eieiei. Eieiei. So. Ja, ihr seht's auch schon wieder zwei Sterne, Johnny, Alter. Der macht auch richtig Aua. Der ist wieder ein Grüner, der lenkt den ein bisschen ab. Alter, dein fucking Ernst. So, es wäre halt schön, wenn wir jetzt mal einmal hier full life werden könnten. Man schießt schon wieder irgendwas auf uns. Der Skeletto, ey. Alter, was ist denn hier los, bitte? Das Schlimme ist, ich habe noch niemals einen Dungeon gesehen. Kälte, nass, ihr seht, ich regeneriere null Gesundheit quasi. Na, richtig hardcore. Na, wir können uns jetzt einen Trank zünden. Aber das ist halt gerade das Problem. Sobald wir einen Hit kassieren, regenerieren wir keine Gesundheit mehr. Und dieser Trank geht erst in 2 Minuten. Wieso habe ich denn hier Unterkunft? Da hinten ist ein Dungeon. Perfekt. Das Nest haben wir weg. Das ist gut. Da ist nochmal ein Bloppy. Ich kann mich jetzt halt hier mit nichts Großartigem mehr anlegen. Oder ich müsste ein Itik hier nehmen hier. Weil unser Schwert ist auf jeden Fall schon durch, ey. Zur Hälfte. Wichtig, wenn ihr in so einen Sumpf geht, müsst ihr das so machen, wie ich das gemacht habe. Auch wenn es weh tut. Ihr müsst das Nest, die Nester erst machen. Es gibt überall so einen Spawnpunkt. Da drüben sieht es auch schon wieder so aus. Müsst ihr wegmachen, definitiv, Leute. Die überrennen euch sonst. Da spawnen so viele.
Gut, unser erster Dungeon. Ja, mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Also das Problem oder die Herausforderung hatten wir gerade. Klar, Nässe und so. Okay, dann wollen wir unser erstes Eisen farmen. Ja, wenn wir halt Pech haben, wir haben irgendwie so ein Zweier Droger und noch ein Einer dabei und irgendwie zwei, drei Bloppies. Ja, dann kann es schon mal. Aber ansonsten sollten wir das hinkriegen. Kann natürlich auch ein bisschen taktisch vorgehen hier mit den Dingern. Die rennen da auch nicht drüber, wenn man irgendwie einen liegen lässt. Aber Glück, dass hier keiner drin ist. Hauptsächlich interessiert uns jetzt halt Eisen, ne? Eisen kriegt man ja aus diesen Schlammdingern. Kriegt man aber noch allen anderen Scheiß, so Lederreste und sowas. So, ansonsten Knochen sollten wir auch einen Slot für frei machen. Also für diese hier. Und da liegt schon Eisenschrott, den ich gar nicht aufsammle, Alter. Mhm. 30 Sekunden, dann könnten wir den Trank zünden, dann hätten wir den Slot frei. Kann aber auch den Hammer droppen. Das hat uns ganze drei gegeben, Wahnsinn. Hier finden wir Eisenpfeile und vergiftete Pfeile. Müssen wir beides definitiv mitnehmen. Und da seht ihr schon, dass wir ein Riesen Platzprobleme haben. Aber man findet auch viel hier Rubine und sowas alles. Aber auf die Pilze kann ich aktuell nicht verzichten. Schlamm weiß ich noch nicht. Ja. Das Holz muss ich definitiv mitnehmen. Und da sehen wir schon die Probleme. Wenn man halt viele Tränke mitnimmt, ja, ihr seht es halt schon, das ganze Dilemma des Platzproblems. Ja, wir können die eine Picke hier lassen. Nehmen wir Rubine mit, die sind mehr wert, wie die anderen Klamotten. Und dann kommt halt gleich noch das Problem. Aber neunmal Bernstein liegt hier, Alter. Neunmal. Dem wären das schon 10. Wären das 50 auch. Ne? Naja. Und da kommt natürlich gleich das Gewicht dazu. Also man findet Eisen auch in der Kiste, in den Kisten, wo ich jetzt das Holz drin hatte. Da kann man halt auch schon mal so 18 Eisen oder so finden. Ja, und ansonsten halt wirklich hier bekloppen dieser schlammigen Haufen. Weil ich denke, wenn die Picke durch ist, allerspätestens sollten wir dann aber auch schon zu schwer sein. Leider, wir finden nur Crap, aber naja, das war ein Eisen, das ist jetzt auch nicht viel. Ist ja eher mau. Okay, ja gut, das ist auch ein kleiner Dungeon. Also die beiden. Oder geht's hier weiter? Eine Seite haben wir auf jeden Fall von dreien.
Ich glaube, man braucht für alles 20. Also wir brauchen mindestens 20 Eisen. Könnten wir uns das Schild machen? Und hier geht es auf jeden Fall auch noch weiter. Ja, und da seht ihr jetzt gerade auch halt, es ist halt auch wichtig, dass ich die Picke weiter auflevel. Ja, Jackie, 20 Eisen ist nice. Und da seht ihr auch. Mäh, 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 Da seht ihr das ganze Dilemma, was wir haben. Jetzt muss ich schon nach Hause, wir sind schon voll. Weiß, wo ich hin muss. Jetzt muss ich erstmal gucken, was der schnellste Weg ist. Tja. Ja, alles ist gut, Junge. Ja, einmal werden wir auf jeden Fall noch hin müssen. Je nachdem. Was unser Loot, Glück, Pech sagt und wie viel Eisenschrott wir da noch rausholen, werden wir noch mal hin müssen. Aber der schwierigste Teil ist halt getan durch die Zerstörung des Nestes. Wo da auch schon wieder drei Skelettos stehen. Okay, das ist natürlich auch eine andere Ecke. Da kommt ein Draugi. Wir werden das mal eben alles erlegen hier. Vielleicht haben wir dann gleich beim nächsten Mal ein bisschen mehr Ruhe. Ja, dann komm doch auch her, ey. Steh doch nicht da im Wasser rum. Was ist da hinten? Ja, ich komme da nicht hin. Da ist noch mein Nest-Action. Alter, oder ist das? Das ist doch da, wo ich gestorben bin. Nee, da. Alter, zwei Stück nebeneinander. Ja, und jetzt geht uns der Bogi auf den Sack, oder was? Junge, Junge. Ignorieren wir mal. Ja, Halleluja. Das habe ich nicht gesehen gerade, Alter. Müsst ihr definitiv wegmachen. Dann wird's um einiges ruhiger im Sumpf. Halt mal hier oben. Bei jedem Draugr, den ihr umnietet, oder jedes Skelett, was ihr umnietet, spawnt halt hier einfach direkt nach.
Okay, der war nice. Und mal ganz abgesehen davon, dass ihr da auch eine Kiste habt, ne? Ich weiß nicht, ob die irgendwann nachspawnen, die Nester. Da können wir jetzt mal drauf achten. Habe ich echt nicht gesehen. Erklärt aber, warum dann auf einmal hier nochmal so viele herkamen. Das Problem ist, wir sind voll. Aber meine Kette muss ich mitnehmen. Kette müssen wir schon mal saven. Ketten sind super wichtig. Oh, er rennt schon ohne Schild hier rum. Alter, schon wieder so ein 2-Sterne-Johnny. Lassen wir jetzt erst. Müssen wir gucken, wie weit sie uns hinterher rennen. Überlege ich gerade, ob wir hier jetzt gleich mal eben eine provisorische Holzbrücke machen. Wir können mal gucken, ob wir nicht hier lang gehen können sogar. Den Ausdauer regenerieren würde. Alter, jetzt bist du doch schon oben, Alter. Geh mir doch nicht auf den Bommel, ey. Achso, das ist unser Dingens. Du drehst so viel. Immer noch. Ja gut, wenn wir hier lang gehen, geht's. Aber man sieht ja, wir haben danach direkt wieder den nächsten Fluss. Also. Weil wenn da jetzt nur ein, zwei Dungeons sind, lohnt sich's halt auch nicht, ne? Da jetzt den Aufriss zu machen und hier eine Brücke bauen. Ja, aber so läuft das, Leute. Singleplayer. Man kann halt wenig tragen. Oder weniger, als wenn man zu... Was ist das denn, ey? Wenn man zu zweit spielt, ist ja logisch. Überlege ich ja halt gerade auch, ja, hier wollte ich ja eigentlich da mit Schiff reinfahren. Ist also schlecht, da irgendwie eine Brücke jetzt hinzubauen. Wenn, dann müsste ich eine Brücke da hinten irgendwo bauen. Naja, egal. Müssen wir halt schwimmen, was soll das? Da eben wegen ein, zwei Dungeons uns jetzt hier alles irgendwie zubauen. Ich habe auch keinen Bock zu. So. Und dann ballert schon das erste Eisen durch. Sehr gut. Haben wir gleich schon mal 20 Eisen im Sack.
Ja, ich muss auf jeden Fall dann noch Holzen machen, ey. Ja, komm, ich kann hier mal das wenigstens mitnehmen. Kommt dann nämlich schon mal Eisenbarren in der Hand, was schaltet uns einiges frei. Zack. Zack. Perfekt. Ja, das gucken wir uns jetzt gleich mal an, was uns das alles gegeben hat, zeige ich euch einmal. Aber eigentlich also ziemlich alles, was wir in Bronze haben. Wir haben ein paar Rübensamen. Das ist alles für Kochen. Ja, eigentlich. Den Helm hier, auch wenn es uns Rüstung kostet halt. Aber 10 Rüstung ist halt schon ärgerlich, ne? Der macht 2. Nur mal als Vergleich. Dafür haben wir Licht. Ja. Umhang sind auch 3 Rüstung, 1 Slot. Tja, ist halt auch die Frage, ob sich das lohnt für 3 Rüstung. Ich würde natürlich sagen, ich verzichte auf die beiden. Wir nehmen nur den Helm mit. Aber da ich für euch aufnehme, ist das halt dann, steht es halt auch ein bisschen im Vordergrund, dass ihr was seht. Ja, das ist so mein Gedanke halt. Wenn wir Tränke mitnehmen, können wir es natürlich auch stacken. Aber ich lasse mal die Ausdauertränke hier. Machen das mal so. Eisenpfeile können wir auch hier lassen, wenn wir nochmal welche finden. So, habe ich hier jetzt noch Feuerpfeile. Natürlich nicht. Wir sind aber auch bei 32 Minuten. Kurz rüber. Feuerpfeile habe ich noch ein paar liegen. Und dann machen wir noch mal eine kurze und rennen noch mal zu dem Dungeon. Hoffen, dass wir den Dungeon durchkriegen mit einmal. Und danach werde ich dann erstmal hier alles umsortieren. Alles aus der Butze bringe ich rüber. Sortiere da die Kisten ein. Vielleicht machen wir auch schon ein paar große Kisten, dass ich das Regal nochmal umbaue. Weil wir können jetzt Eisenkisten machen hier. Alter, ja. Normal ist da mein Hammer. Deswegen habe ich jetzt einen Heiltrank gezündet. Legendär, ey. Nein, kannst du auch nicht abbrechen. Ne? Na komm, ist egal. Dann legen wir schon mal einen in die Kiste. So. Gut. Wir können jetzt auf jeden Fall ihn machen, neu. Schmiedewerkzeuggestell. Wir können den Schmiedeamboss neu machen. Wir können die Schmiede so weiter aufleveln. Wir können endlich den Steinmetz bauen. Sollten wir auch tun als erstes gleich. Und wenn wir jetzt hier dran gehen. Eisenaxt. Jägerbogen, neuer Bogen. Eisennägel für neues Schiff. Auch super geil, gucken wir uns dann auch an. Walter Rinde, Speer, ja, mit Speer ist nicht so meins. Und natürlich Eisenrüstung auch. Ihr seht, die macht, wird mir jetzt 14 geben. Unsere gibt uns aktuell 12. Ja, wird sich halt auch lohnen, ne? Und hier Äxte zum Beispiel. Mal als Vergleich, das ist eine Stufe 2. 40 und die macht 55, also ist schon enorm. Wenn wir jetzt aber mal die Spitzhacke vergleichen. 33 und 16 bis 26. Und seht ihr, wir haben 30 und 15 bis 24. Also und Haltbarkeit ist unsere sogar einen Tacken besser wie die. Also macht die Sinn, erst wenn ihr sie aufwerten könnt, in meinen Augen. Na,
Deswegen habe ich halt die Picke erstmal gemacht und wir werden die auch nochmal aufleveln. Ja, wir brauchen jetzt Eisen, Eisen, Eisen. Ne? So, den Schlüssel. Ja, ich. Eigentlich könnte man den Schlüssel hier lassen, weil den Dungeon haben wir aufgeschlossen, aber vielleicht ist der relativ schnell zu Ende. Und dann könnten wir noch in einen zweiten Dungeon gehen. Wenn da noch einer ist, deswegen nehmen wir ihn einfach mit. So. Lege ich nochmal eben die 8 Eisen rein. Und dann geht's weiter. So, jetzt haben sie eine neue Folge starten, nicht Held. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Zurückgefallen, dann lasst einen Daumen da, alles an die Kommentare. Haut rein, bis dann. Tschüssi.